Ja, so sitze ich dann häufig noch abends um 9 und betreibe Recherche, potenzielle Entscheider für die in potenziellen Neukunden Firmen arbeiten, für meine SAP-Dienstleisterkunden beziehungsweise anderen Kunden, die ich noch so habe. Bereichsleiter in Kramski. Und da muss man einfach das Gute beim Sales Navigator ist, man muss einfach nur zum Beispiel hier ein bisschen drüber hovern, dann sieht man einfach, hier hat man hier zum Beispiel noch ein paar Informationen. Man kann hier per Mausklick das Ganze hier eine Bing-Suchanfrage machen. Das nutze ich so gut wie nie, weil Bing einfach scheiße ist im Vergleich zu Google. Wüsste ich jetzt nicht, vielleicht weißt du da eine bessere Option. Aber es werden automatisch hier noch ein paar Leute vorgeschlagen, das hilft manchmal. Dann kann ich hier per Mausklick Add to System. Ich kann Add Kontaktinfo. Also hier kann ich noch zusätzliche Felder anlegen. Experience. Hier kann ich zum Beispiel sehen, wächst die Firma, wo der Entscheider arbeitet grundsätzlich und zu welcher Rate, dann wird mir hier von Sales Navigator vorgeschlagen, dass es hier 10 Entscheider gibt von insgesamt 60 Mitarbeitern, die es sind vielleicht viel, viel mehr Mitarbeiter, aber das ist halt die maximale Anzahl an Mitarbeitern, die jetzt hier Sales Navigator auf LinkedIn findet von dieser Firma. Dann sehe ich halt hier zum Beispiel noch Interest, was hat jetzt diese Person explizit für Interessen, ja, also quasi, sie folgt natürlich der eigenen Firma und manchmal sind hier noch wichtige Details, Indizien dafür, für was sich der Entscheider interessiert und das kann man ja mit in den Leitfaden mit einbauen. Das häufig mal ganz, ganz interessant und das hier, das gehört zu einer extra Geschichte und habe ich vergessen zu sagen, das hier gehört Add to CRM, das ist wieder ein extra. Eine extra Software und das ist auch eine extra Software und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich nutze da diverse Systeme und wenn du das Ganze mal irgendwie ein bisschen näher darüber wissen willst oder verstehen willst, dann melde dich einfach bei mir, mach den unverbindlichen Termin und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht auch irgendwie beruflich zusammenkommen. Bis dahin, dein Thomas Klein, ciao.